Restaurant Tenot damals, aber wie ihr schon gesehen, nicht in Felsberg, sondern in unserer neuen Filiale in Samaden. Da habt ihr ja schon ein paar Filme gesehen. Ja, wir haben jetzt eigentlich die Richtung so wie gestartet. Ich werde euch mal zeigen, wo wir uns da sind. Oder wo wir da sind. Wir sind, wie gesagt, in Samaden. Im Industriezentrum haben wir eine Halle können mieten. Das ist das, was wir ja schon mehr gesehen haben. Und wie ihr im Hintergrund seht, sind auch schon Arbeit drin. Ihr habt vielleicht auch schon Facebook oder Instagram gesehen, dass wir schon einiges an Arbeit machen können. Wir sind eigentlich gerade ein bisschen überrascht gewesen, dass es so gut angelaufen ist und hoffen natürlich, dass es auch weiterläuft. Ja, wie ihr seht, also als erstes auffällt, wir haben den Boden gestrichen. Er ist jetzt zwar wieder ein bisschen dreckig, wir sind mit dem Auto hier gefahren. Ja, trägen können wir es noch nicht, hä? Trägen können wir es noch nicht, das ist richtig. Aber wie ihr seht, ist natürlich jetzt viel heller. Die sich erinnern, der erste Film ist da noch so mit dem grauen Boden drin gewesen. Betonboden. Ziemlich auch natürlich schon in die Jahre gekommen. Und von dem her ist es sicher jetzt angenehmer zum Arbeiten. Wir haben an der Seite hier, wenn ihr schaut, haben wir Lichter hergemacht, etc. Es kann nicht sein, dass die ein bisschen flackern. Oder geht's? Tipptopp. Ist gut. Ist nicht zu dunkel bei der Aufnahme? Ja, da, wir haben gerade ein Auto, das wir mal sehen. Meine Frau ist hier dran. Das ist ein Q5, wie ihr gesehen. Der Kunde profitiert von unserer Lackschutz für den Winter Aktion. Ja, Teflonversiegelung, dass der Lack wirklich für den Winter geschützt ist. Und das für pauschal nur 290 Franken. Also da sparen wir gut 200 Franken gegenüber dem Normalpreis. Und da in Engadin haben wirklich schon einige Kunden davon profitiert. Das ist das zweite Fahrzeug von dem Kunden. Er hat letzte Woche noch, oder vorletzte Woche, einen anderen gebraucht. Ja. Zu dem Thema, der Lackschutz für den Winter, wenn ihr etwas Wind machen lasst, dann kommen wir vorbei, melden euch und dann tun wir das gerne für euch erledigen. Gehen wir weiter da, mal schauen, was wir so gemacht haben. Es ist natürlich in dem Sinne einfach eine Filiale, wo wir einmal in der Woche sind im Moment. Das ist eigentlich noch nicht eine dauerhafte Geschichte. Das wird es dann später und dann werden wir es auch noch vielleicht ein bisschen anders einrichten, aber für uns im Moment nicht. Wenn ihr jetzt schon hinterher könnt, dann schauen wir, dass es vielleicht nicht zu dunkel ist. Hey, ui, da liegt etwas am Boden, Moment. Ui, Elefant bückt sich. Ja, Elefant bückt sich, genau. So, also da hinten haben wir ein bisschen einen Arbeitsplatz, wo ich kann ein bisschen Mails beantworten, Zeug und Sachen, wo ich eine Rechnung schreiben kann. Da hinten haben wir einen Arbeitstisch, den man immer vorbereitet hat. Ich weiß zwar nicht, warum man das macht, aber es ist anscheinend für sich cool. Dann kommen wir rüber, da haben wir das Gestell eingerichtet mit, du weißt einfach, dass wir eine Garderobe haben, gell? Ja. Also Gestell eingerichtet ein bisschen mit Produkten und Sachen, die wir einfach so ein bisschen brauchen zum Arbeiten. Es ist alles sehr einfach, aber ihr seht, zum Arbeiten genügt. Ich habe jetzt von der Regie noch irgendwie ein Kopfschütteln gekriegt, ich weiß auch nicht warum, aber ist ja blöd. Was wir auch noch gemacht haben, und das ist ein Anliegen für mich, kommen wir noch mal mit. Ist da hinten das Tor, jetzt musst du aufpassen, jetzt gerade hell. Das Tor haben wir gestrichen. Das ist vorher, wie soll man das sagen? Weiss ist eigentlich nicht mehr gewesen, gell? Es ist so, was ist das gewesen? Weiss schmutzig. Weiss mit 30 Jahren Schmutz, genau. Wo wir gestrichen haben, ist auch noch mehr Arbeit gewesen, als wir gemeint haben. Ich habe immer das Gefühl, das geht alles so schnell. Aber es ist meistens. Ja, das haben so manche Leute an sich. Ja, genau. Solche, die zu wenig aktiv. Ja, ich tue ja nicht den ganzen Tag. Aber ist ja gleich, über das Thema wir jetzt nicht reden. Ich habe nicht gesagt, nicht tun, sondern aktiv am Arbeiten. Ein Pinsel kann man. Also bin ich passiv im Büro. Im Büro aktiv und draussen. Also, wir sehen, wir sind jetzt so weit, dass wir arbeiten können. Wir sind auch jeden Mittwoch jetzt da. Und hoffen natürlich, dass besonders unsere Engadiner Zuschauer profitieren von dem Ganzen. Also es ist nicht nur mal Aussenaufbereitung am Markt, sondern auch immer Reinigungen, Auffrischungen, Bierbrochenen, Hundegeruch, Hundehaar, Rauchgeschmack, was gibt es noch anderes? Also alles, was irgendwie mit Putzen zu tun hat, mit Kosmetik, außen wie innen, Polituren, Versiegelungen, Keramikbeschichtungen und. Also ihr könnt euch wegen allem, was euch aufregt, stört oder was ihr schöner haben, melden euch bei uns. Wir machen auch Oldtimer-Aufbereitung, Oldtimer-Unterhalt.
bevor man das Auto einwintert oder im Frühling dann, bevor man fahren kann. Wie gesagt, also wir sind für da, für alles, was mit Autos zu tun hat, im Bereich Reinigung, Aufbereitung, Kosmetik. Und auch hier in Savada machen wir Leistungssteigerungen, vielleicht zum Erklären mal ganz kurz, Leistungssteigerungen. VW-Audi-Geschichte mit OZT und mit unserem Zweitpartner alle anderen Sachen, was es da noch gibt, Renault und Honda und was gibt es noch alles, was haben wir schon alles gemacht? Fiat. Citroën, Fiat, gibt es noch alles? Ich weiss gerne nicht alle Marken, also im Prinzip 95% bin ich überzeugt von den Marken und von den Typen, die es gibt. Können wir Leistungssteigerungen machen, Softwareprogrammierungen und ja, das können wir auch hier in Savada machen, also es ist nicht nötig, dass die Diener rauskommen auf Felsberg, wir können aber auch das einmal in der Woche machen. Das heisst nicht nur die Diener, sondern auch alle Seitenpäler, Buschlafer, Spettatori Italiani, Bregaglio, Buschaf, genau. Also, ja, vielleicht noch schnell zum Cabriolet-Verdeck imprägnieren. Cabrio-Verdeck imprägnieren können wir auch beschichten, gell, im Prinzip. Felgen beschichten, also alles, was irgendwie Lederpflege und. Also, wenn ich das alles aufzählen werde, wären wir noch zwei Stunden. Gut, ja, ich würde sagen, profitiert gerade im Moment von dieser Lackschutzaktion. Lackschutz für den Winter, ganz wichtig, 290 Franken PKWs und SUVs und Bus, D6, D5 und so Sachen. Ist es 390. Wir sparen 200 Franken, profitieren davon. Ich würde uns sehr freuen, wenn ihr uns anbietet. Am besten einfach ins Geschäft auf Felsberg und dann können wir für einen Mittwoch einen Termin hier in Savada machen. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, erstens Original fährt man nicht, zweitens Dreckig fährt man nicht. Und ja, aus dem Paradies verabschiede ich mich, wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, ganz wichtig, dann bleiben wir immer schön auf dem Laufenden. Tschüss zusammen. Tschüss.